Guten Abend, wir sind hier in Berlin am Jahrestag des Kriegsendes, also des sowjetischen Sieges. Endkampf Berlin beendet. Wir beide, Oliver Schneemann und ich, kennen uns durch die Dremlewo-Geschichte in Wikipedia, die wir vielleicht nochmal wiederholen, damit sie Ja. in Kurzversion für die Leute, die sie noch nicht kennen, zu hören ist. Und ja, das verbindet uns ja eigentlich. Also das heißt, die Frage der deutschen Geschichte und das Erstaunen darüber, das war, glaube ich, für uns beide so, dass wir das nicht gewusst haben. Ja. Ja? Aber fangen wir der Reihe nach an. Also wie haben wir uns kennengelernt? Erzähl das mal. Ja, also die Geschichte startet im Jahr 2021. Dort bin ich angesprochen worden von Freunden von mir in Brest, ob ich schon mal von Dremlewo gehört habe, was da passiert ist und so. Und ich da, nein. Und mir fiel direkt auf, dass von dem ehemaligen Dorf gesprochen wurde. Und ich war direkt überrascht und habe nachgefragt, wieso ehemalig, wie ist das denn da passiert? Und ja, dann wurde mir schon leicht erzählt, was da passiert ist. Und ich war da schon ein bisschen und konnte das gar nicht glauben. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass im Zweiten Weltkrieg Deutsche sowas gemacht haben. Und dann habe ich spontan gesagt, wir fahren dahin. Also wir gucken uns das Du an. musst jetzt mal sagen, was sie gemacht haben, weil das Ja. auch nicht Allgemeinwissen ist. Ja, also der Hintergrund ist, es gibt einen Generalplan Ost. Den kannte ich auch nicht. Den habe ich erst jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre, habe ich das alles teilweise aufgearbeitet für mich, so nach meinen Möglichkeiten. Und ich verstehe jetzt auch den Hintergrund, ja, dieser Genozid an dem weißrussischen Volk. Das war ja alles planmäßig von Wissenschaftlern an der Universität, an der Humboldt-Universität hier in Berlin exakt ausgearbeitet. Das war Beginn dieses Dorf Dremlewo, war auch Beginn der Operation Dreieck. Das ist tatsächlich ein Dreieck, das kann man so aufspannen. Die haben denn da so ein Gebiet abgesteckt und das wird jetzt durchkämmt nach Partisanen und haben dann mit dem Dorf Dremlewo angefangen. Und zwar haben sie dort die Menschen in Scheunen getrieben und die Scheunen verbarrikadiert. Flammenwerfer und vor allen Dingen Maschinengewehre vor dem Tor aufgebaut. Wer denn flüchten wollte, wurde dann erschossen und diese Scheunen angezündet. Also für mich war es ein Schock. Ich wollte das, deswegen habe ich spontan entschieden, da fahren wir jetzt hin und gucken uns das an. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind da hingefahren und das Dorf gab es nicht mehr. Nur noch eine Gedenkanlage. Ne? Und da waren wir ja, wir haben es ja gesehen. Und ja, es ist schockierend für mich. Es ist, also ich kann es nicht wirklich beschreiben, weil als wenn einen jemanden den Boden dann unter den Füßen wegzieht und das hat ein Historiker, der eingeladen wurde von meinen Freunden, weil die so erstaunt waren, freudig erstaunt waren, oh, okay, die Deutschen interessieren sich dafür, haben sie ihn direkt informiert, hör mal, Anatoli, kannst du mit dazukommen? Und er ist natürlich dazu gekommen, weil er die Geschichte akribisch, Operation Dreieck und noch mehr akribisch aufgearbeitet hat. Ich will vielleicht kurz mal reingehen. Generalplan Ost bedeutete, dass drei Viertel der Bevölkerung, Weißrussland in dem Sinne gab es ja nicht, sondern das war Sowjetunion, ermordet werden sollte, um Platz zu schaffen für deutsche Siedler. Der Rest der Bevölkerung, die nach rassischen Merkmalen, so hieß das bei den Nazis, hätten ausgesucht werden sollen, sollten auf dem Stand Grundrechenarten Basis lesen und schreiben, nicht mehr als Arbeitssklaven für die Deutschen existieren. Und insofern ist auch die Vorstellung, dass der Krieg von der Wehrmacht, wie es später erzählt wurde, von der Wehrmacht ein Krieg geführt wurde und die böse SS hat die Verbrechen begangen, ist falsch, weil dieser ganze Krieg von vornherein ein Vernichtungskrieg, als Vernichtungskrieg geplant war, um die slawische Bevölkerung auszurotten. Und da gibt es auch kein Pardon und auch kein Schönreden, weil der Generalplan Ost, also jeder, der das nicht glauben möchte, einfach mal nach Generalplan Ost recherchieren und das mal lesen. Und es gibt auch ein Video herausgegeben von der Universität Humboldt zu Berlin, wo sie versuchen, ihren Anteil an diesem Generalplan Ost aufzuarbeiten.
Und das sind ja nun echt Tatsachen, Fakten. Es gibt, die Deutschen waren da nun mal sehr gründlich, auch in Bezug auf das Morden. Und die haben, es gibt Aufzeichnungen in der Bibliothek in Jabinka. Das ist die Regionsstadt dort, Regierungsbezirksstadt von Jabinka, wo Dremljevo halt liegt. Und nach eigenen Angaben haben sie in der Operation Dreieck 44.000 und ich weiß jetzt nicht mehr genau, 200 noch irgendwas, Menschen ermordet und haben dabei 132 Partisanen getötet. Also das Verhältnis Partisanen zu Zivilbevölkerung steht im kein Verhältnis. Mhm. Es war aber halt getan, es war offiziell war das eine Aktion oder eine Operation gegen Partisanen. Terrorismusbekämpfung sozusagen. Ja, genau, würde man heute so sagen. Ja. Aber in Wahrheit war es einfach Umsetzung Generalplan Ost. Mhm. Also wer das nicht wahrhaben will, den kann ich nur empfehlen. Hat keinen Zweck, darüber überhaupt nachzudenken. Das Interessante ist aber, dass wir eben über den Generalplan Ost sehr wenig wissen. Ich weiß, der Ralf Giordano, Journalist, der hat darauf hingewiesen, er hat dazu was geschrieben, aber es ist kein Thema. Also während wir über die Judenvernichtung sehr viele Dokumentationen haben und man das sehr viele Bücher, ist dieses Thema des Generalplans Ost und auch des Vernichtungskrieges ist nicht bekannt, ist nicht ausgearbeitet worden, obwohl ich den Regisseur, also den Autor der einzigen Doku, die es im deutschen Fernsehen dazu gab, kannte. Mhm. Ein Kollege von mir, den ich in Wiesbaden, wir haben beide bei der gleichen Filmfirma gearbeitet. Ich habe das damals mitgekriegt. Als ich meine ersten Dokus machte, hat er mit dem Hannes Heer, mit dem Kurator der Wehrmachtsausstellung, hat er diese Doku zusammen gemacht. Das war eine Arte-Doku, als Soldaten Mörder wurden, heißt die. Ist jetzt übrigens auch in YouTube sozusagen mit einer Warnung versehen. Also kann man erst, nachdem man sich eingeloggt hat und gesagt hat, ich bin über 18, kann man diese Doku angucken. Die war bisher frei zugänglich, jetzt ist es nicht mehr. Das ist die einzige Doku, die es zu diesem Thema gab. Und diese Ausstellung dazu, die sogenannte Wehrmachtsausstellung, also Verbrechen der Wehrmacht, die war immens in der Kritik. Es war Herr Dremzma, der die finanziert hatte. Der hatte den Hannes Heer dann sogar wieder rausgenommen. Die wurde, weil man Kleinigkeiten als Fehler des Fotos falsch zugeordnet waren mit den Jahreszahlen, mit den Titeln. Und das war ein Riesenskandal in Deutschland, diese Ausstellung. Es gab sogar Anschläge auf die Ausstellung, wenn sie irgendwo gezeigt wurde. Und das war ein Dauerthema, weil sich viele Soldaten der Wehrmacht verunglimpft fühlten, weil sie eben als Teilnehmer an einem Massenmord dargestellt wurden. Und dazu kann ich aber auch noch was sagen. Nachdem die Gruppe im März Weißrussland verlassen hat, war ich noch etwas länger da und bin dann in den Ort Damatschewo gefahren. Und dieser Ort liegt in dem Grenzdreieck Polen, Ukraine und auf weißrussischem Gebiet. Wo man sagen muss, also Brest ist Grenzstadt zwischen Weißrussland und Polen. Ja, ja, genau. Um die 40 Kilometer den Dreh und waren dann eingeladen zu diesem Denkmal Protest, das heißt auf Russisch so Protest, hingefahren. Da werden 53 Kindern gedacht und da lagen noch frisch Blumen. Da gab es eine Zeremonie noch vor kurzem, als wir da ankamen. 53 Kinder wurden in einem Waldstück erschossen und die nicht tot waren, wurden lebendig begraben. Von der Wehrmacht. Das waren keine SS-Einheiten oder andere Organisationen, es waren Wehrmachteinheiten. Und warum? Weil sie ein Lazarett brauchten und das Gebäude von den Waisenheimen dafür nutzen wollten. Und da haben die Kinder gestört. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Das ist ja unglaublich, ne? Die Geschichte ist überliefert, weil die es waren 55 Waisenkinder, zwei konnten sich retten. Die sind während der Fahrt abgesprungen von den LKWs und in der Nähe war zufällig eine Einheimische, eine Frau, die hat das mitbekommen.
Also die Wehrmacht steckt da knietief oder noch tiefer mit drin. Ne? Mhm. Es ist ja nicht erfunden, es ist ja so. Und egal, wo man hinkommt in Weißrussland, also ich habe das irgendwo schon mal erwähnt, also in Kambodscha spricht man über die Killing Fields. Für mich ist Weißrussland ein einziges Killing Field. Mhm. Wir haben das ja gesehen in dem neuen eröffneten Museum in Hattin. Da ist eine Karte von Weißrussland aufgezeichnet und mit roten Pünktchen, wo überall Lager oder Morde geschehen sind. Du erkennst Weißrussland sofort in seinen Umrissen. Ja? Also es ist also unglaublich. Ne? Ja, das krasse Gegenbeispiel habe ich jetzt vor kurzem dann erlebt in einem Dorf namens Raschkovka, was in der Nähe des Weißrussischen Nationalparks liegt, wo die Wisente halt sind, das bekannte Symbol, kommen dorthin. Und also Raschkovka hatte mal 600 Einwohner, sollte am 28. September 1942 planmäßig vernichtet werden. Also das ist geplant, ne? Das ist nicht irgendwie aus dem Affekt her entschieden worden. Und das hat ein Oberst Herbst, Major, ne? Ach, Entschuldigung. Ein Major Herbst verhindert. Unter persönlichen Einsatz hat er das verhindern können. Die männlichen Dorfbewohner sind dazu gezwungen worden, eine Grube auszuheben, wo sie erschossen werden sollten. Die Maschinengewehre, 4 Stück an der Anzahl, waren schon aufgebaut. Kinder sind verteilt worden auf die nächsten Dörfer. Man hat die dann in den anderen Familien in die Hand gegeben. Ja, und dann sollte die Aktion durchgeführt werden. Und wir kommen dahin. Also ich habe davon vorher ein bisschen was gelesen, hat man mir zugeschickt. Und ich denke, oh, das. Und also die Leute vor Ort, das Schreiben wird komplett übertroffen. Ja. Also dieser Major Herbst wird dort verehrt, weil er das Überleben dieses Ortes gesichert hat. Ne? Die Menschen, die heute dort noch leben, sind Nachfahren der Menschen, die hätten damals ermordet werden sollen. Also er hat das verhindert. Wie war das? Also das muss man erklären. Wir müssen das nochmal genau recherchieren. Mhm. Er hatte wohl eine Marienerscheinung. Und daraufhin hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, das zu verhindern. Und er hat es verhindert. Der Priester in der Kirche, also der Ort, wo die Grube war, ist eine kleine Gedenkstätte. Ach so, dann waren wir gerade dort und dann hielt oben, das ist ja wirklich ja, die Autostraße, ne, und dann geht das so abschüssig runter und das war die Grube, ne, die war auch ziemlich groß, ne, und ja auch viele, viele Männer gewesen. Und dann stieg der Bürgermeister aus dem Auto aus und hat sich erkundigt, wer wir denn sind, was wir hier machen. Und als wir dann gesagt haben, ja, wir sind Deutsche und interessieren uns für das, was hier passiert ist, war der plötzlich Feuer und Flamme für uns und war unglaublich freundlich und freudig erregt. Und ja, dass Deutsche hierher kommen, sich das anhören, sich dafür interessieren, das hat ihn unglaublich, er war begeistert. Anscheinend passiert das nicht jeden Tag oder zu wenig. Ne? Danach sind wir in die Kirche, die ein paar hundert Meter weg ist, gegangen. Und der Priester hat uns inständig gebeten, die Kinder dieses Major Herbst in Deutschland zu finden. Weil oder die Familie überhaupt. Die Familie, ne? Ja. Die Kinder werden wahrscheinlich auch schon ein entsprechendes Alter haben. Die möchten die Familie dort haben. Die würden die gerne einladen. Die möchten, dass die Familie... Was wissen wir denn über den Major Herbst? Wissen wir irgendwas, wo er herkam? Oder nein. Wo er hingekommen ist? Was ist mit ihm passiert danach? Er ist in Ungnade gefallen bei den SS-Schergen. An die Ostfront strafversetzt worden und dann verschollen. Man weiß nichts mehr darüber. Er hat drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Und der komplette Name von dem Major Herbst ist vorhanden. Wie ist denn der Vorname? Da hasse mich jetzt. Der hat 3 oder 4 Vornamen. Das ist alles in der Artikel. Helfen will. Also ich bin sehr interessiert, diese Sache weiter zu recherchieren. Ich habe auch ein paar Ideen dazu, wie das geht. Also wer mitmachen will, dirk@wikihausen.de. Wir machen das dann zusammen. Also sozusagen ich kanalisiere das jetzt nur, dass die Informationen erstmal zu mir gehen dann. Mhm. Und wir werden uns darum kümmern. Also das... Ich meine,
Auf der anderen Seite steht das Verbrechen, wir haben die Dimensionen noch nicht klar gemacht, dass ein Drittel der weißrussischen Bevölkerung ist ermordet worden. Also 75% sollten ermordet werden, ein Drittel ist ermordet worden und das ist ein Ausnahmefall. Nur als ich das erste Mal davon gehört habe, von diesem Fall, konnte ich ihn nicht glauben. Ich habe gedacht, das ist eine Legende, also so ein... Es ist ja auch unglaublich. Es ist unglaublich. Also ein deutscher Offizier, es wurde dann auch noch so beschrieben, er hatte in einem Beobachtungsflugzeug, also es ist unklar, ob das stimmt, ja, hat er die, also am Himmel Maria gesehen, die ihn aufgetragen hat, diese Menschen zu retten. Und dass das auch geht dann, das ist auch interessant, gell, dass das möglich war. Ja. Ja, war ja vom Dienstrang her deutlich höher, ne? Also das muss genau recherchiert werden, weil in der Kirche steht eine handgefertigte, aus Holz geschnitzte Mutter Maria mit dem Datum 28.09.1942. Und das ist eine Auftragsarbeit an einem deutschen Soldaten, der halt handwerklich geschickt war. Ne? Und die steht in der Kirche, die kann man ein bisschen, da haben wir auch alles fotografiert, dokumentiert. Ne? Also mir hat es sehr gut getan, weil... Also ich bin ja da nicht professionell drin unterwegs oder das war nie mein Anliegen, dass ich nur in diese Richtung gehe. Ne? Also, aber wenn man all dieses Leid mitbekommt und du brauchst ja nur ein paar Kilometer aus Brest rausfahren, du kriegst ja überall sind Morde geschehen. So, und das wollte ich noch sagen. Da war ich das erste Mal in Dremlewo 2021 mit dem Historiker Anatoli Benzerjaruk. Der erzählt dir diese Geschichte ins Gesicht. Ja, das Morden, wie sie die Leute ermordet haben. Ich war mit ihm später noch in dieser Bücherei, in dem Archiv in der Stadt Jabinka. In einem Tagebuch ist festgehalten, wie viel 1000 Schuss die Soldaten verbraucht haben. Was sie daraus lernen, damit sie beim nächsten Dorf effektiver sind. So, und dieser hinterhältiger Mann, auch, also wie man die Leute täuscht darüber, Geschichte, was genau, passiert, damit man die Leute beruhigen. Und sowas, ne? Ja. Und dieser Mann sagt dir diese Geschichte ins Gesicht und er hat keinen Hass, keinen Groll. Da ist die Leute sind trotzdem freundlich, hilfsbereit. Also fahrt alle mal nach Weißrussland, überzeugt euch davon selbst. Ich muss sagen, dass ich das war sowieso immer beschämend, aber mit dem, was jetzt passiert, also heute dieser Tag hier in Deutschland, das, was jetzt gemacht wird, ist das schwerst erträglich. Also wenn man, wie wir, diesen Kontakt hatte und wir waren ja am Jahrestag dort und sind zweimal oder dreimal, ich weiß es gar nicht mehr genau, also von mehreren Leuten, also älteren Damen angesprochen worden, zwei die Damen, sagen, ja. Sind ja Deutsche und sind auch Christen und sozusagen gut, dass wir gekommen sind. Also wir sind am Jahrestag, wo die Leute sich erinnern an die Massaker, kommen als Deutsche und werden herzlich, kein böses Wort, nichts davon. Und diese beiden alten Damen, die kamen, die uns angesprochen haben und uns dann sozusagen alles Gute gewünscht haben und gesagt, das ist berührt, dass wir... Ja, die haben sich dafür bedankt, dass wir da erschienen sind. Das ist also man muss das und das in Relation setzen zu dem, wie jetzt über Russland. Also dass nicht die Verpflichtung aus diesen Ereignissen weiter wirken kann, dass man dafür sorgt, dass so etwas nie wieder Feindschaft sein darf. Der Ausgangspunkt ist ja, Menschen zu Feinden zu deklarieren, ohne diese Erniedrigung, ja, ist es überhaupt nicht möglich, diese Dinge zu tun. Also das heißt, Kinder in eine Scheune zu treiben, bedeutet, man sieht sie nicht als Kinder, sondern als Ungeziefer, was vertilgt werden muss. Das sind ja die Vergleiche, die dann auch gebracht wurden. Man hat ein Entlausungsmittel, Zyklon B, dann genommen. Also das ist alles in dieser Kategorie. Und das, dachte ich mal, wäre Konsens in Deutschland, dass wir uns nie wieder auch nur in die Nähe von so etwas bewegen und es läuft wieder los. Und ich will mir etwas Essig in den Wein gießen. Ich muss daran denken, als ich mit Ove Schattauer unterwegs war, wir waren ja in Moskau bei den Nachtwölfen. Und es gab eine Situation,
Ich war bei dem Gespräch selber nicht dabei, wo Ove dann erzählte, dass einer der Nachtwölfe gesagt hat, wir sind grundsätzlich, sind wir, also 95% sind wir behandelt worden mit dieser Herz, mit dieser Menschlichkeit, die wirklich, ich muss sagen, sehr russisch ist. Ne? Also das ist ja etwas Russisches, mit dieser Herzlichkeit sozusagen sind wir aufgenommen worden. Aber dieser eine von den Nachtwölfen sagte, wenn ihr wiederkommt, also das war sozusagen am Horizont, wenn ihr wiederkommt, es wieder Krieg gibt, werden wir niemand von euch übrig lassen. Ja, wäre dann das dritte Mal. Ne? Das wäre das dritte Mal und das sollte man einfach, also es reicht dann auch irgendwann mit sozusagen unterwürfig ankommen und dann an der Kehle hängen und dann wieder unterwürfig ankommen und wieder an der Kehle hängen. Irgendwann, also das ist eine Sache, die einem klar sein sollte, dass und es dreht sich gerade. Wir haben also gesehen, als wir in Weißrussland waren, hat einer der Minister hat geschrieben, dass die Deutschen, die Kinder der Deutschen genauso unterwegs sind wie ihre Väter. Ja? Also die, die sie erlebt haben. Und das war auch von unseren Ove und mir von der Reise, das sind Landstriche, wo es keine Männer mehr gab. Also das heißt, die waren bis Minsk auf jeden Fall. Gibt es Dörfer ohne Männer, die sind alle ermordet worden, die Frauen sind verschleppt worden als Zwangsarbeiter, die Kinder sind auch verschleppt oder sogar getötet worden, genau wie die, also das ist alles, sollte man sich klar machen in diesem Umfeld, ja, also tauscht einfach den Begriff Russen mit Juden aus, die ja auch genauso in diesen Gebieten, also wir waren ja an dem Gedenkort für das erste Konzentrationslager auf sowjetischem Gebiet. Trastenets. Ja, genau. Also was, wo nicht mehr viel da ist, wo denn aber, dort sind sehr viele Juden ermordet worden. Also das ging ja ineinander über. Nur diesen Teil der Juden kennen wir. Wir kennen aber nicht den Teil der Russen. Ja. Und wir sollten diese Geduld und die Menschlichkeit nicht überstrapazieren. Ja. Ja, wir haben sie eigentlich schon überstrapaziert und ich warne davor, was uns entgegenkommen wird, wenn andere Leute, und zu Recht muss man sagen, nicht nochmal. Ja. Ja, vollkommen richtig. Und die Leute, die Jugend wird ja auch nicht zur Feindschaft erzogen, ne, der böse Deutsche, also ganz, überhaupt nicht. Da wird haarklein unterschieden. Das waren die Faschisten damals und die heutigen Deutschen sind anders. Ich muss das, wir waren auch noch eine Anekdote, wir waren in einem Sommercamp, sind wir eingeladen gewesen, da waren lauter Jugendliche, ich würde sagen so 14, 15 und Ove Schattauer als Musiker, Rampensau, ist dann vorne hin und hat gesungen, ja, also hat Rap gesungen und dann stand er da und sagte dann sozusagen, liebt ihr Russland, ja, und die Kinder, ja, und dann sagt er, liebt ihr, ich bin Deutscher, liebt ihr Deutschland, und die Kinder, ja, und liebt ihr auch Amerika, ja, und gesagt, dann werden wir Frieden haben. So, stellt euch das heute mal vor, an einer Schule, da wäre die Hälfte des Lehrerkollegiums würde sich schon mal dagegen aussprechen, dass man sozusagen, da muss an dieser Stelle muss was irgendwie sortiert werden. Aber was ich damit sagen wollte, war, dass diese Kinder augenscheinlich nie indoktriniert worden waren, weil für die war das einfach sozusagen eine Riesensache da auf der Bühne, wurden dann aufgefordert zu tanzen. Guck mal, Deutschen beim Tanzen zu, wird auch in Afrika gerne gemacht. Und also das war, die Stimmung war so, es war klar, die waren einfach, hatten Spaß und das hat sozusagen, da kamen jetzt diese Fremden und der eine macht noch Musik, ja, und dann war alles in Ordnung. Also das, was du eben sagtest, uns ist das hinterher wirklich aufgegangen und gesagt, wenn du das bei uns machen würdest, würde das funktionieren. Liebt ihr die Russen? Ja, würden das die Kinder machen in der Schule jetzt? Ja. Ja. Aber da sollten wir wieder hinkommen. Ne? Wir sollten offen diskutieren. Darum geht es ja. Ergebnisoffen. Ergebnisoffen. Menschlich, bleiben, ja. Also das, was du beschrieben hast, in so einen Ort reinzukommen, also das ist, es ist ja beschämt. Es ist immer wieder beschämt, oder? Also ich bin ja dann aufgefordert worden, dort was zu sagen, wo wir dort waren, in Dremlevo im März. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe zwar was gesagt und zum Schluss hat mir die Stimme versagt. Es ist sehr schwer, ne? Es ist sehr schwer. Und die Leute, die Weißrussen, da standen ja auch nicht wenige.
Da stand ja, ich weiß nicht, wie viel weißrussische Menschen da standen. Und mit dem Wissen im Hintergrund, was da passiert ist, ist unsere Arbeit unglaublich wichtig. Ich wünschte, gerade die in der Politik Verantwortlichen, die meiner Meinung nach keine Ahnung haben, was Krieg bedeutet, dort mal rüberkommen, weil die durch die Kultur der Erinnerung, das Andenken an den Krieg, was für Verluste dort waren, an Menschen, an Städten, an Gebäuden, vor allen Dingen an Menschenleben, ist der Schrecken von Krieg präsent im Kopf, schon bei den Kindern. Also bloß kein Krieg wieder. Und ich werde nie vergessen, bei meinem ersten Aufenthalt in Weißrussland, da saß neben mir ein älterer Herr, ein Weißrusse, und ich hatte einen Dolmetscher dabei, und dann fragte der plötzlich, seid ihr aus Deutschland? Also es gab ein Gespräch, und der sagte, nicht schon wieder. Und ich sag so, wie, was denn nicht schon wieder? Ja, nicht schon wieder Krieg. Das war 2019. Die Schweden sind durch Weißrussland gezogen, die Franzosen, zweimal die Deutschen. Und damals war diese Defender 2020-Übung, sollte dort ablaufen. Und dieser Mann, der ist mittlerweile tot, habe ich erfahren, der ist verstorben. Der war also über 70 deutlich. Und der hat sich ernsthafte Sorgen gemacht, dass aus einer laufenden NATO-Übung ein Krieg entsteht. So, und die Leute wissen, was Krieg bedeutet. Ne? Er sagte auch, das Land hat immer zweimal dran glauben müssen. Einmal beim Hinmarsch nach Russland und dann auf dem Rückzug wieder ist dieses Land immer zweimal vernichtet worden. Ne? Und die Leute wissen, was Krieg bedeutet. Mhm. Und ich, also wirklich, und diese Menschen hassen uns nicht. Und das muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja ein Verdienst. Das muss ja bei denen in der Kultur, in der Seele stecken, dass die nicht so, die russische Seele, ne, dass da nicht so, dass sie nicht so verdorben ist, sage ich jetzt mal so hart. Ne? Ich habe es auch, ich habe zwei Dokus, also eine Doku über Kriegsgefangenschaft gemacht, und das ist was die Leute grundsätzlich erzählt haben. Die hatten alle die Geschichten in einem Kriegsgefangenenlager, was zum Teil sehr schlimme Verhältnisse waren, insbesondere am Anfang des Krieges, weil in der Sowjetunion es nichts zu essen gab, also durch den deutschen Angriff. Das ist nicht, dass man die Leute mit Absicht hat verhungern lassen, wie das die deutsche Wehrmacht gemacht hat mit den Kriegsgefangenen, die hat sich zum Teil eingezäunt und dann oder einfach Leningrad, sich selbst überlassen. Die Belagerung von Leningrad auch. Hunger. Unglaublich. Also das Wjasma, Bryansk, diese Lager, die da gemacht wurden, einfach eingezäunt und dann zum Spaß ein Laib Brot reingeschmissen und zu gucken, was die Leute sich... Es gab Kannibalismus in diesen Lagern. Mhm. Ich will das nur, also auch in Erinnerung, damit man das weiß, das sind 27 Millionen Tote, und die Leute, die jetzt... hier in Europa, also das heißt, die diesen Krieg in der Ukraine mit betreiben, also die USA, das muss man sich immer drüber im Klaren sein. Die Gesamtverluste der USA im Zweiten Weltkrieg waren 400.000 Soldaten. Das ist inklusive Pazifik. Mhm. Und in Russland sind es 27 Millionen. Mhm. Deutschland sind 6 Millionen ungefähr. Dann wird die Dimension, warum das eingebrannt ist im Bewusstsein der Russen. Aber das Irre, das wirklich Irre, was ich nicht wusste, was jeder, der es erlebt ist, dass die, das ist nicht, wenn ich nach Holland gehe, ich habe das erlebt als Jugendlicher, ja, dann war das so, als Teil der Deutschen, die in Holland das angerichtet haben. In Frankreich war es ähnlich, aber nicht, Holland war besonders heftig in dieser Hinsicht. England waren immer irgendwelche Bemerkungen dazu. Und in Russland kamen die Leute und haben gesagt, das sind Deutsche und keine Nazis. Sie unterteilen sauber zwischen Nazis und haben immer sozusagen, ja, Deutschland, also das gibt eine große Kultur, es gibt eine Verbundenheit. Es ist fast nicht
Es ist extrem rührend, es ist beschämend und es ist fast nicht zum Aushalten. Und es ist noch schlimmer, wenn man erlebt, wie damit umgegangen wird jetzt. Ja. Aber ich wollte mal, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich einen Vortrag in Köln gehalten hatte und dann hattest du mich angesprochen und hast gesagt, du hast versucht, diesen Eintrag über Dremlewo in Wikipedia zu veröffentlichen. Das sollte man nochmal wissen, damit man sieht, wenn man sich das jetzt immer, stellt euch vor, wir reden jetzt über Weißrussland, tauscht das mal aus mit Jüdisch und dann seht ihr, wie euer Magensonnengeflecht darauf reagiert, was ihr jetzt hören werdet. Ja, ich habe also im Sommer 21 war ich in dem Ort, habe den Historiker kennengelernt, habe ihn gebeten, das, was er uns da erzählt hat, weil es ja für mich unglaublich klang. Ja. Aber es war nur mal Tatsachen, es war ja auch zu sehen. Dass es Realität ist. So, und den Artikel habe ich dann übersetzen lassen, hat ihn dann irgendwann fertig bei mir am Schreibtisch und wollte ihn in die deutsche Wikipedia einarbeiten, einfliegen. Habe mal Account gemacht und ich habe mir auch Mühe gemacht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach nur hier und veröffentliche, sondern habe das ein bisschen mit Links versehen. Also das, was du später mal von mir bekommen hast, wo du sagtest, da sind die Links, die waren alle eingearbeitet, das waren Hyperlinks. Also du brauchst es nur. Die ganze Arbeit habe ich mir gemacht, da habe ich Stunden dran gesessen. Und irgendwann war ich dann so weit zu sagen, okay, wunderbar, veröffentliche. Und dann habe ich das veröffentlicht. Ich denke, ey, super, es ist da, ne? Hier über Messenger-Dienste schreib ich das meinen Freunden und dann wirklich, das ging dann klack, der Link funktioniert nicht und als ich dann verstanden habe, im Moment, das liegt ja gar nicht an mir, sondern das ist von Wikipedia gesperrt worden, da ist irgendwas auf Wikipedia-Seite, ist für mich irgendwo also auch wieder so, ich wollte das nicht wahrhaben jetzt. Also man hört ja immer wieder davon, dass Leute zensiert werden, dass irgendwas da passiert, aber dass einem dann selber passiert. Und vor allen Dingen an einem Artikel, der ja recherchiert wurde, der strotzt ja nur vor Fakten. Und ich war dort, ich habe es gesehen. Ja? Also es ist ja nicht irgendwie was Erfundenes. Wie es nachher in der Begründung stand. Zusammenkopiert, Copy and Paste. Viel zusammenkopiertes Zeugs und eine kurze Google-Recherche ergab, da ist nichts. Da ist nichts. Das ist sozusagen, das ist so ein selbstreferenzielles System. Das heißt, wir wissen nichts darüber, dass es diese Verbrechen, nochmal ein Drittel der Bevölkerung, die gucken, das sind 3 Minuten Bestand, das heißt, muss auch jemand eine Warnmeldung bekommen haben, dass da was ist, wird sofort rausgenommen. Und weil die nicht beim Suchen, ich habe es dann selber probiert, man fand eben nichts über Dremlewo. Man fand dann, wenn man lang genug gesucht hat, dieses Denkmal. Davon gab es Fotos, aber die Geschichte war nicht bekannt. Operation Dreieck, Operation Viereck. Selbst wenn man was sucht zum Generalplan Ost, ist das sehr schwierig, etwas zu finden. Also da hat jemand gehuddelt und hat sozusagen und kam damit, da hat jemand diese Story erfunden von diesem, also das ist das Gesamtkunstwerk, was wir jetzt vor uns haben. Dieses Nichtwissen, die Arroganz, diese Unverfrorenheit, damit umzugehen. Und das ist leider, muss man sagen, typisch deutsch. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es möglich ist. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Artikel über einen Vorfall in Israel oder wo Juden ermordet worden sind. Ich glaube, dann hätte ich mich vor Anfragen vom ZDF, ARD und weiß ich wen nicht mehr retten können. Aber so ist es nichts passiert. Also die Leute, die ermordet worden sind, um das nochmal zu sagen, als wir in Minsk waren, in diesem Konzentrationslager, es sind sowohl, also die Vernichtung lief sowohl gegen die Juden als auch gegen die slawische Bevölkerung. Beide Gruppen sollten ausgelöscht werden. Wir wissen aber nur von diesem Holocaust als sozusagen Verfolgung der jüdischen Minderheit. Das andere ist merkwürdigerweise nicht da und auch in dem Zusammenhang jetzt mit der sozusagen neuen Feindstellung, ja, neue Ostfront oder wie, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ist es natürlich etwas, was auch nicht reinpasst. Was dann noch passierte, wir haben es ja angeguckt, wenn man die Version, also es gab eine Diskussion dann darüber, es war sehr peinlich, wir haben ein Interview gemacht, ich habe das in einem australischen Internetradiosender, der auch in den USA viel gehört wird, haben wir 2 Stunden über diesen Fall unterhalten und es gab dann, war also schon sehr peinlich,
peinlich für Wikipedia, die ja immer davon reden, dass da Rechtspopulisten und sie müssen... Und jeder kann mitmachen. Also ja. Kram, ne? Und das Problem ist nur, dass so wenig Frauen dabei sind und so wenig bunt Wikipedia ist. Und es ist halt eine sehr kleine Gruppe und das ging los und dann gab es die absurde Begründung, dass Dremlevo mit W geschrieben werden muss und nicht mit V. Ja. Der Begriff ist ja gleich gesperrt worden. Ne? Ja, also genau. Zu Dremlevo konnte keiner mehr etwas eintragen mit dieser Begründung. Und das ging dann weiter. Und dann haben sie einen Artikel eingestellt, den ich gelesen habe. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Das war so wie Militarierhändler macht jetzt einen Artikel zu Dremlevo. Hat also eigentlich überwiegend darüber geschrieben, wie es so den Deutschen, wie zermürbend das für die deutschen Soldaten war bei den Mordaktivitäten. Also man hat schweres Mitleid mit den Jungs gekriegt. Also meinst du den, der Anfang diesen Jahres eigentlich? Der war dann, ich habe immer mal reingeguckt. Das ist ja eine never-ending Story. Mittlerweile ist der Artikel ganz gut, kann man sagen. Jetzt geht's, ist zumindest in Ordnung, aber das war nur auf äußeren Druck. Am Anfang haben sie erstmal Diskussionen gemacht und waren sich eigentlich einig. Was noch interessant ist, dass nach unserem Interview gab es dann plötzlich einen Eintrag bei Wikipedia über Operation Viereck. Die gab es ja tatsächlich. Ne? Und der war aber in der heutigen Russischen Föderation. Und dann irgendwann auch danach ein Eintrag über Operation Dreieck. Mhm. Also ich habe dann in meiner Not, will ich so nicht sagen, aber ich habe dann geguckt, was gibt es denn Vergleichbares an Enzyklopädien noch? Und bin dann auf die Pluspedia gestoßen. Also ich habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte, okay, passt. Und habe dann aus dem ganzen Artikel des Historikers habe ich zwei gemacht. Also einmal Dremlevo und dann mit dem Hyperlink beide versehen mit Operation Dreieck. Also habe das aufgespalten. Ne? Dann ist es auch ein bisschen angenehmer als zu lesen, weil das ist auch so ein Punkt mit diesen 3 Minuten. Ne? Also der ursprüngliche Artikel bei Wikipedia, der ist niemals in 3 Minuten lesbar. Das geht gar nicht. Ne? Geschweige denn überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Ne? Ja, genau, den also, hätte man nicht in 3 Minuten lesen können. Ist richtig. Nein, gar nicht. Ne? Also das ist... Wir waren jetzt da, also man muss auch noch sagen, wir waren an dem Jahrestag in Chatyn. Also es hat nichts mit dem Chatyn zu tun, wo bei Smolensk die Rote Armee die polnischen Offiziere ermordet hat. Also eigentlich das Auslöschen der polnischen Intelligenz, kann man sagen. Ja. Das ist nicht der Ort, heißt auch Chatyn. In Chatyn ist eben ein Friedhof für Dörfer, weil es gibt eine ganze Reihe Dörfer, die, nachdem die Menschen alle ermordet worden waren, nicht wieder aufgebaut werden konnten. Es ist also eine ähnliche Situation wie nach dem 30-jährigen Krieg mit den Wüsteneien, wie es damals hieß. Also wo so wenig Menschen übrig geblieben waren nach dem Krieg, die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet, dass man die Dörfer nicht wiederherstellen könnte. Und genauso war es eben in Weißrussland. Und es gibt dort diese Gedenkstätte und die Gedenkstätte ist ein Friedhof für Dörfer, nicht für Menschen. Ja. Und das Frappierende ist ja auch noch, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Also allein dieses Jahr möchte die weißrussische Regierung 3 Stellen, wo man vermutet, dass da Massengräber sind, exhumieren, ausgraben nochmal. Also bei Straßenbauarbeiten, bei irgendwelchen Arbeiten, Erdbewegungsarbeiten, finden die immer noch Massengräber. Ich finde das, ich habe, als ich angefangen habe zu recherchieren, dann, das Erstaunliche war, es gab in englischen Zeitungen, gab es Berichte über diese Massengräber, die gefunden wurden. Bei uns kommt das nicht vor. Jetzt kommt eine weitere Sache, die bei den, als ich angefangen habe zu suchen, die einem klar werden muss. Ich habe gesagt, also diese, damit man weiß, für die Amerikaner sind diese Kriege immer irgendwo anders. Deswegen die 400.000 zu 27 Millionen. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt keine Familie in Weißrussland, die nicht betroffen ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach von diesen Sachen. Das heißt, es ist in den Familien drin. Und das ist der eine wesentliche Faktor. Und jetzt ist eben, als ich damals 2000 mit meinem Kollegen geredet habe, da sprach man von 10-15% der Bevölkerung. Und jetzt ist, jedes Jahr kommt etwas dazu.
Und zwar deswegen, weil das war ja Sowjetunion, es war nicht unterteilt nach Weißrussland, so wie es heute die Grenzen sind, sondern auch Polen war ja anders. Das ist ja sozusagen alles verschoben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen, das ist der Grund. Ich habe nämlich gefragt, warum ist das so, dass immer noch so viel jetzt entdeckt wird, dass die Zahlen weiter hochgehen. Und das ist etwas, was man auch, was ich schockierend fand, also das heißt, der Halder, also der Generalsrang, der in der deutschen Wehrmacht die Planung für Barbarossa gemacht hat, der unter anderem für diesen Kommissarbefehl und diesen Schriftstück Keine Kameraden, wo er gesagt hat, die sowjetischen Gefangenen sind nicht als Kameraden zu behandeln, also nicht nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts, also das heißt, Kriegsgefangene müssen gefüttert, versorgt werden. Die kann man nicht nach dem Motto, da ist ja jemand, der hat gerade noch versucht, mich zu töten und jetzt bringe ich ihn um. Das ist eigentlich eine nachvollziehbare Sache, aber dafür gibt es eben die Regel, wenn das besiegt ist, besiegt und dann ist er als Kriegsgefangener zu behandeln. Das wurde kategorisch ausgeschlossen, weil auch damals mit einer juristischen Begründung, weil die Sowjetunion die Genfer Konvention gar nicht unterzeichnet hatte. Ja? Und so nach dem Motto, das gilt sowieso nicht für die. Dann gab es, also das ist eine, und das war, dafür war dieser Halder, war dafür verantwortlich. Und dieser Mann ist dann rausgeflogen aus der Wehrmacht Ende des Zweiten Weltkriegs und hat sich zur Verfügung gestellt, den Amerikanern im Nürnberger Prozess als Kronzeuge. Und sagt jetzt aus darüber, und jetzt wird es noch besser, dieser Halder wird zuständig für die Geschichtsschreibung über die deutsche Wehrmacht in den USA bei der US Army. Also er ist der offizielle Historiker, der das erzählt. Und daher kommt dieses Story von der SS, der bösen SS und der lupenreinen Wehrmacht, die sozusagen nach den Regeln waren halt gute Soldaten, haben gekämpft. Also das heißt, der Mann, der selber zutiefst dessen Blut, der dieses Blut an den Händen hat, indem er daran mitgemacht hat, der schreibt hinterher die Geschichte um in der Version, die für alle Leute, die im Osten mit dabei waren. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, ein Krieg ist ein traumatisierendes Ereignis. Und wenn man sowieso schon traumatisiert ist und sich dann noch damit beschäftigen soll, dass man für Scheiße gekämpft hat, das wird ziemlich schwierig. Mhm. Ja? Das ist die Situation, in der die Deutschen stecken. Ja? Also das heißt, diese Leute, die gibt es nicht mehr. Die Generation ist, kann man sagen, ausgestorben. Ja? Aber das ist das, wo wir jetzt drin stecken. Und jetzt stoßen wir in diese Situation rein und dann, ich wäre arrogant genug gewesen zu sagen, mir kann man zum Zweiten Weltkrieg nichts mehr erzählen, was nagelneu hast du noch nie gehört und erfahre dann, oh Gott, ich wusste das nicht. Ich musste sagen, ich habe das denn, als wir in Weißrussland waren, habe ich mir Konferenz gesagt, ich wusste das nicht und ich habe es probiert, ich habe gefragt, ich kenne niemanden, der es wusste. Da bin ich ja froh, dass ich dich kennengelernt habe. Es war Das wird ja immer doller, immer schlimmer. Ne? Ich habe jetzt gehört von einem Kinder-KZ. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also, Kinder sind in dieses KZ gebracht worden und man hat denen, bis sie das Leben ausgehaucht haben, Blut abgenommen für die Versorgung von Verwundeten an der deutschen. Das war in der Gedenkstätte jetzt in Khatyn, wurde das erzählt. Am Beispiel eines Kindes wurde Blutspender sozusagen. Also, was soll man dazu noch sagen? Dass diese Menschen uns nicht hassen. Und uns auch nicht in diese Schuldhaltung zwingen, ne? Finde ich auch sehr interessant. Ja? Dass die nicht sagen, hier, ihr seid für immer und ewig schuld und jetzt zahlt mal für alles oder sowas. Kann ich da nicht feststellen. Mhm. Es ist frappierend. Also ja. Ich habe dieser Gedanke, warum nicht? Ich habe eine Erklärung, die ich mal gefunden hatte, war, dass je mehr die
Bevölkerung kollaboriert hat mit den Deutschen bei der Auslöschung zum Beispiel in Westeuropa von den Juden. Die Länder, wo die Kollaboration am höchsten war, sind hinterher die größten deutschen Hasser. Mhm. Das ist quasi die eigene Schuld, die mit da reingeht. Und bei den Russen ist halt so, die sind nun lupenreine Opfer. Ja? Mhm. Das ist bei den in der Ukraine, in den baltischen Staaten, sieht das schon wieder anders aus. Da gab es Leute, die mit Begeisterung mitgemordet haben. Ist eine andere, aber sozusagen bei den Russen kann man sagen, die sind halt, da gibt es sozusagen das Maß der Kollaboration ist ungeheuer gering. Man kann das sehr gut sehen übrigens anhand der Zahlen, wie viele der Prozentsatz der Juden, die getötet worden sind, wenn man das nach Land nimmt, dann sieht man, wie die Bevölkerung mitgemacht hat. Mhm. Also das heißt, es gibt dann Länder wie Dänemark, sind die Richtung Schweden gebracht worden, ja. Und in Frankreich sieht es schon anders aus und auch in Holland sieht es anders aus. Ja. Also das ist eine der Sachen, aber es ist insgesamt frappierend und dann kommt man merkt, dass diese Erklärungen nicht reichen und man kommt dann, so ging es mir, also im direkten Kontakt, man merkt, das sind die Menschen. Die Menschen sind tatsächlich, die sind irgendwie, es ist auch sowas da drin, das, was Staaten anrichten, ist Unheil. Das erträgt man, das muss man ertragen, weil man sozusagen dazu nichts machen kann. Mhm. Aber dazu ist, die darunterliegend ist, man ist Mensch und da kommt ein Kriegsgefangener und das ist auch eine arme Sau. Mhm. Und das sind sozusagen, und dann kommt so etwas Russisches, was dann, was einfach unmittelbar, also sozusagen ein tief eingewobener Humanismus ist, der nicht von oben kommt, nicht von irgendein Lesen von irgendwelchen Schulbüchern, sondern das kommt direkt, lebt, ja. Das lebt. Und jetzt haben wir ja wieder diese Situation, wo mit diesem Wissen marschiert Deutschland jetzt wieder Richtung Russland. Also nicht das verträgt Aushalten. Sich nicht, das passt nicht. Das ist, dass das wieder geht. Das ist, was ist bei uns los, dass das geht? Ja. Dass das geht. Also das heißt, dass bei uns in der ZDF-Talkshow jemand sagen kann, die Russen sehen aus wie Menschen, aber das sind sie aber gar nicht. Oder Aufruf zum Mord an einem Präsidenten. Ja. Also unglaublich. Unglaublich. Und diese Leute haben natürlich Recht. Dass das wieder hochzuholen ist. Ne? In Russland, weiß Russland, wenn die sagen, wie du gerade schon gesagt hast, also zweimal wart ihr schon hier feindlich. Ein drittes Mal vergeben wir euch nicht. Und wir wissen mittlerweile, das wissen wir ja, dass zum Beispiel in Weißrussland ist bei den Entscheidern gibt es beides. Es gibt die Leute, die als wir kamen, die das gut finden, dass wir kommen. Mhm. Und es gibt die Leute, die sagen, warum soll man denen vertrauen? Genau. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Leuten? Die marschieren eh schon wieder gegen uns. Genau. Da haben wir dann ein Bild von der deutschen Botschafterin in der Ukraine, die nachts mit einem Kuschelpanzer. Und das ist auch noch ein Königstiger aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Dazu ist sie zu blöd, um das zu wissen. Damit lässt sie sich fotografieren. Also mit sozusagen dem End der Superwaffe der Nazis geht sie abends ins Bett. Also besser kann man die Idiotie nicht darstellen im Bild. Ja? Also fehlendes Geschichtswissen, Mangel an Geschichtswissen, hatte ich auch. Es ist nicht nur Wissen, es ist ja die Haltung. Ja, zumal, also wenn eine Frau Baerbock sowas nicht wissen sollte, okay, ich wusste auch nicht, was da alles so passierte, aber sie hat einen Mitarbeiterstab, nicht nur einen, die hat wahrscheinlich hunderte von Leuten, die da arbeiten. So, zwei Anekdoten zu Frau Baerbock. Das eine ist, ich habe das beschrieben, sie hat ein Interview gemacht mit Fari Zakaria von CNN, der sie darauf hingewiesen hat, dass Joschka Fischer ja früher dadurch bekannt wurde, dass er Molotow-Cocktails in Demonstrationen auf Polizisten geworfen hat, auch bei anti-amerikanischen Demonstrationen. Und sagte, er hat ja seine Meinung geändert und jetzt ist er ein ganz treuer NATO-Anhänger und Atlantiker. Und dann sagt Annalena Baerbock, ja, und ich erinnere mich, ich stehe da 2005 an der Oder, an der Brücke und schaue rüber und da wird mir dann klar, dass ich nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer stehe, der als Politiker diese Wandlung gemacht hat, sondern ich stehe auch auf den Schultern meines Großvaters, der hier gegen die Sowjets gekämpft hat. Dann denke ich, ist in Ihrem Gehirn falsch gelaufen, dass ihr das in dem Zusammenhang einfällt? Weil ich hab das bekommen von Bekannten aus Skandinavien, die mich gefragt haben, Übersetzungsfehler oder ist die so? Ja? Also, und die Antwort ist leider, sie ist so. Das ist
eine Sache zu Annalena Baerbock. Also vielleicht reicht es damit. Ja? Das ja, ist, ja, das und dann sieht man, das ist eben, diese Varianten, damit umzugehen, sind nochmal wieder, stellt euch das vor, dass jemand sagt, wenn die sagt, wir reden jetzt über Israel und die sagt, ja, und ich stehe auf den Schultern meines Großvaters, der hier auf dem Wachturm war und also irgendwie so, also wie ginge das? Ja? Wir denken nicht nach. Nein, sie hat auch kein Empfinden dafür, dass, aber ich meine, das ist sozusagen sowieso ein Betriebsunfall, aber es wäre ja auch, was auch frappierend ist, dass dieser Fall, wenn man jetzt davon ausgeht, ich gehe nicht davon aus, dass Annalena Baerbock sozusagen Kryptonazi ist und abends davon träumt, Richtung Osten zu marschieren, sondern das ist einfach ein bisschen, also so schätze ich die nicht ein. Ja? Aber wenn es so wäre, dass zum Beispiel, sagen wir mal, Ken Jebsen, also Kevan Sushi Siavash, wie er jetzt wie er eigentlich heißt, wenn der so etwas sagen würde in die Richtung, dann wäre aber im Tagesspiegel, wäre eine Woche lang, wäre was los. Ja. Ja? Das würde hochgezogen werden als Beweis, dass man mit dieser Äußerung den wahren Wesenskern von ihnen zu sehen bekommt. Das ist das, was er eigentlich wäre. Ja? So wird es dargestellt werden. Und bei Annalena Baerbock wird freundlich darüber hinweggegangen. Wird also nicht gefordert, was man machen könnte. Ist so jemand als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland geeignet? Soll ich da wirklich darauf antworten? Glaubst du auch? Brauchst du nicht. Ich kann sehen, was du denkst. Also, es ist manchmal schon, wenn ich irgendwo Treffen habe in Weißrussland dort, ne? Und es ist manchmal schon komisch, ne? Weil die ja wissen, was diese Frau Baerbock und noch andere für Positionen haben. Ne? Und dann kommen wir oder ich dann da als Deutscher rüber und bin für Frieden und Freundschaft. Und spreche in der Hoffnung, wir wären in einer neuen Welt, einer besseren Welt, wo wir dann irgendwann mal, ich hoffe bald, in Frieden und Freundschaft wirklich leben werden. Ne? Mhm. Und die Leute lesen ja auch die Zeitungen in Deutschland, weil die wissen ja auch, was eine Außenministerin oder der Kanzler so sagt. Und ich stelle mir immer dann vor, was gerade in deren Köpfen dann passiert. Ne? Ich rede und trotzdem finde ich Gehör, werde unterstützt. Ich glaube, die Leute denken schon viel weiter als so manch anderer hier. Die sind schon in der Zukunft. Was in einem neuen Europa, in einem anderen Europa. Also manchmal habe ich zumindest die Idee, denke ich darüber. Also habe ich so den Eindruck, ja. Es ist auf jeden Fall anders. Es ist so anders als diese grundsätzliche Menschlichkeit im Verhältnis zu dieser merkwürdigen, ich weiß, will nicht sagen, Gefühllosigkeit, also die ja in solchen Äußerungen wie das kann man ja nur, wenn man da irgendwie sozusagen erkaltet ist, also in der Seele erkaltet ist, sonst ginge das nicht, sonst könnte man sowas nicht sagen. Und das ist das, was mir auffällt, warum ich dann auch jetzt als Wessi, der ja geprägt ist in dieser Ausrichtung auf die angelsächsische Welt von der Uni und allem, ja. Und wenn man dann in Russland ist und kriegt das mit und dann denkt man, du liebe Güte, das wusste ich nicht, ja. Also das ist auf einmal gibt es eine Sehnsucht nach dem Baikalsee, die ich gar nicht kannte vorher, ja. Auf einmal gibt es sowas, ja. Ne? Das ist frappierend, ja. Und ich kann, jeder, der es probiert, ich garantiere, jeder, der hinfährt, der mit den Leuten redet, wird diesen Moment haben, diesen, ja. Ich sag jetzt mal, Baikalsee-Moment. Für mich ist das Reinigung der Seele in dem Moment, was da stattfindet. Also ich kann es nicht, vielleicht reicht mein Wortschatz dafür nicht, ne? Ich bin in der Richtung wahrscheinlich auch nicht so gebildet, aber ich habe da ja schon mal von gesprochen, dass ich glaube, der Krieg hat eine unglaublich große Wunde in der russischen Seele hinterlassen. Und damit meine ich alle slawischen Völker, also die russische Seele, aber auch in der deutschen Seele. Wir dürfen nicht drüber reden. Und die leben das aus, die versuchen sich zu heilen. Aber unsere Hand oder einfach nur das in Arm nehmen, miteinander reden, fehlt. Die Völkerverständigung, die mit Frankreich zum Beispiel super gut stattgefunden hat, die fehlt Richtung Osten.
Oder zumindest ist mir das nicht bekannt. Und überall, wo ich in Weißrussland bin, also anscheinend bin ich der Erste, der sich dahin bewegt. Ja. Du warst ja in Dremliro, der Erste. Ich bin immer der Erste. Ich war noch kein anderer da, nö. Mhm. Unglaublich, ne? Ich war eingeladen, jetzt noch vor kurzem, da bin ich aufgefordert worden auch, ob ich nicht was sagen soll, eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Gebiets nördlich von Brest, als die Sowjetarmee, bevor sie dann komplett Weißrussland, und also das heutige Weißrussland, damit die komplette Sowjetunion von den Nazis befreit hatten. Da waren Gedenken, da waren Kinder aus Schulen dabei und. Also das wird dort nochmal, es wird dort gelebt. Die Erinnerung wird wachgehalten und weitergegeben von Generation. So. Und trotzdem fehlt da Heilung. Es fehlt Heilung. Das ist, zu dem Schluss komme ich auf jeden Fall. Ne? Ja. Und es kann nur stattfinden, wenn wir zusammenkommen. Und ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dieser Materialismus, das ist denen da drüben sowieso egal. Ne? Die brauchen ein Auto, das fährt, und die brauchen nicht unbedingt Mercedes oder weiß ich was. Im Westen sieht das anders aus. Wenn sich jemand hier bewegen will, dann braucht er Mercedes oder ne? Ein teures Auto, was auch immer. Also Materialismus im Westen hoch im Wert, im Osten weniger. Heißt nicht, dass die drüben auch nicht Mercedes fahren wollen. Ne? Aber die geistige Komponente, die moralische, ethische, geistige Komponente, die ist im Osten viel stärker. Mhm. Also Osteuropa, vor allen Dingen Weißrussland, Russland. Ukraine weiß ich nicht, da war ich noch nicht. Und das braucht einen Ausgleich. Und ich denke, wir werden da gezielt dran gehindert. Wir werden gezielt daran gehindert, dass dieser Ausgleich stattfindet. Weil wenn der stattfindet, ich glaube, dann werden wir spannende Zeiten haben im positiven Sinne. Ja, das wäre, ich muss die ganze Zeit an Oves Auto denken, mit Menschen weigert euch, Feinde zu sein. Also dieses Bibelwort, ja, was da drauf steht. Das ist tatsächlich, also das geht mir genauso. Ich kann das mit Sicherheit empfinden, dass dieser Weg, und das ist auch gut beobachtet, weil die Russen das hinkriegen, weil sie darüber trauern mussten und konnten. Mhm. Und das ist in Deutschland verschüttet, in verschiedenster Form. Mir ist das aufgegangen, ich habe ja jetzt im Zusammenhang mit dem Buch, was ich schreibe, mich nochmal mit der Roten Armee-Fraktion, RAF, beschäftigt. Ja? Und mir habe ich dann gedacht, das sind tatsächlich, gibt es eine Ähnlichkeit mit diesen, mit den SS-Leuten in Deutschland. Also so eine Härte, so eine sozusagen sowas Unmenschliches da drin, dass man, wie man vorgeht, also mit dieser, aus einer Idee in die Brutalität. Und das ist eben das Gegenteil von dem. Das heißt, wenn jetzt in Russland ist es so, wenn jemand heiratet, geht der auf den Friedhof und bedankt sich bei seinen Vorfahren, die dafür gesorgt haben, dass es die Russland noch gibt, also die deutschen Aggressoren besiegt haben. Ja? Und ich warne auch davor, in der Situation jetzt, also irgendwie Russland, Ukraine, Gut und Böse irgendwie aufzuteilen. Es sollte uns klar sein, da sterben Menschen und das sind Regierungen, die daran arbeiten, und wir sollten immer auf der Seite von denen sein, die sterben, egal von welcher Seite. Das ist zu verhindern. Ja. Das ist das, was drinsteckt. Oder was eine Aufgabe ist. Aber ich empfinde das sehr, also das ist ein sehr guter Punkt, ja, dass wenn man auf diesem Weg gehen würde, also das heißt, diese Empfindsamkeit zuzulassen, das wäre der Weg in eine Zukunft, die vernünftig ist, die nicht geprägt ist von Feindbildern. Eben dieses Feindbild nur so funktioniert, dass man in den Krieg geht, und das Gegenbild dazu ist, dass zwei Leute sich kennenlernen und heiraten und Kinder kriegen oder eine Freundschaft da ist oder man einen Schachclub hat oder einen Fußballverein zusammen oder Musiker sind, die sich treffen. So funktioniert das. Genau. Und die drüben sind bereit dafür. Die warten eigentlich nur auf uns. Wir könnten sofort eine tolle Welt haben in Europa. Sofort, wenn wir es nur machen würden. Wir brauchen da nur hingehen. Und nicht Geopolitik betreiben. Nee, überhaupt. Warum auch? Wofür? Die Menschen wollen ja teilen. Die haben ja alles. Die wollen ja teilen.
Die wollen Handel mit uns, in Frieden und Freundschaft und mehr nicht. Das ist eigentlich ganz simpel. Kann man sich auch noch was anhören, und zwar Hermann Göring im Nürnberger Prozess hat, um sich zu verteidigen, gesagt, als die Amerikaner ihm vorwerfen, dass er mit falschen Aussagen, also die Deutschen haben sich ja angeblich im Zweiten Weltkrieg gegen die asiatischen Horden aus dem Osten verteidigt. Ne? Das ist ja das, was erzählt wurde. Und dann wird er damit konfrontiert und dann sagt er, was ist denn mit euch? Ihr seid doch nicht anders. Das machen wir doch alle. Denn ein normaler Soldat hat im Krieg nichts zu bestenfalls zu erwarten, dass er wieder nach Hause kommt. Und nur traumatisiert hat er nicht gesagt, also nicht sozusagen alle Gliedmaßen noch hat und nicht verwundet worden ist. Er hat nichts zu erwarten. Richtig. Wer etwas zu erwarten hat, dass ein Vorteil daraus erwachsen kann, sind wir, die Regierenden. Ihr oder ich oder die anderen, ein normaler Soldat nicht. Warum sollte also ein normaler Mensch freiwillig in den Krieg ziehen, weil wir ihm erzählen, dass er mit Lügengeschichten, dass er sich verteidigen muss. Und das machen wir alle, wir wie ihr. Das war seine Verteidigung. Das ist wirklich klug. Er ist ja der Klügste von den Nazis gewesen, kann man sich angucken. Das sollte man im Kopf haben. Das ist eine Wahrheit, die er im Angesicht des Galgens ausspricht, dass tatsächlich, also für die normalen Soldaten, gibt es keine Vorteile. Ja? Klar. Sollte man sich im Kopf, dass man da nur verdreht wird, ja, und das... Also sind wir wieder bei dem Punkt Propaganda, dass Menschen, dass das Hirn so verdreht wird, dass sie bereit sind, ihr Leben zu opfern für andere. Mhm. Oder zu töten für andere. Warum sollte ein normaler Mensch nicht nur opfern, sondern zu töten für andere auch, ja, ne? Zu morden. Ja. Ich werde demnächst eine Laudatio halten wieder für Eugen Drewermann. Das ist die zweite, die ich für ihn, ich finde den sehr beeindruckend, ja. Mhm. Und der ihm gesagt hat, ich bin kein politischer Aktivist, ich berufe mich auf die Bergpredigt von diesem merkwürdigen Menschen, den es da mal gegeben hat. Und das ist tatsächlich, es geht durch die Geschichte durch, kann man diese Leute finden, die dann im Angesicht des riesigen Unrechts sich äußern. Das ist auch Bartolomé de las Casas, der da mit den Konquistadoren nach Südamerika fährt und sieht, was mit den Ureinwohnern gemacht wird und die ganze Zeit als erster Whistleblower der Weltgeschichte dagegen anschreibt. Ja? Also das ist diese Aufforderung und zu kapieren, dass man für Interessen antritt. Das ist auch nicht, weil der Mensch böse ist, das reicht nicht als Erklärung, sondern es werden ja Interessen, gibt es Interessen, für die man nutzbar gemacht wird. Und das ist immer Missbrauch. Es ist immer Missbrauch mit den Menschen, die diesen Kampf führen. Es sei denn, sie verteidigen sie sich. Ja? Also sozusagen der unmittelbare Verteidigung ist etwas anderes. Aber dieser Krieg ist ein Krieg, der nicht unprovoziert war. Das sollte sagen. Es ist ein Angriffskrieg, aber kein unprovozierter Angriffskrieg, sondern es ist alles getan worden, damit er stattfindet. Und das bis ins Detail geplant, ja. Bis zum letzten Detail. Ich würde gerne die Gelegenheit hier nutzen. Es gibt so viel aufzuarbeiten in Weißrussland und mit Sicherheit auch in Russland an Geschichte. Und wenn sich hier Leute melden, also sehr gerne, die mal mit nach Weißrussland kommen möchten oder auch die... vielleicht geschichtlich bewandert sind, die oder Historiker sind, die vielleicht auch sagen, ich glaube das alles nicht, ich will das selber sehen, gerne. Mhm. Ich würde gerne weißrussische Historiker mit Deutschen zusammenbringen und in einer Konferenz, also mir werden Konferenzräume zur Verfügung gestellt, da habe ich drüber geredet, mit entsprechenden Behörden und die sagen, ja, es fehlt nur an Interesse aus dem Westen. Also wenn jemand da ist, der das hier hört, sieht, bitte kommt rüber. Traum dazu. Ich habe tatsächlich einen Traum als Filmemacher, dass wir in der Lage wären, zwischen international, nicht nur Deutsche und Weißrussen, sondern mit allen, die sich aufgefordert fühlen als Menschen, Theaterstücke, Artikel, Dokumentation, jede Art von künstlerischer Bearbeitung dieses Themas, sich daran zu bewegen. Also zum Beispiel der Fall von dem Major, wie war jetzt sein Name nochmal? Herbst. Also überhaupt, dass man sich zusammen dem nähert und in dieser Gemeinsamkeit. Also das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass die Namen der Täter sind bekannt. Also das heißt, in den allermeisten Fällen werden die Familienangehörigen nicht wissen,
dass Sie aus einer Familie stammen von Leuten, die das sind. Und Sie haben ja auch keine Verantwortung, keine Schuld dadurch. Aber Sie könnten, vielleicht ist das in diesem Sinne von einer einer Trauer, sozusagen einer tätigen, wie soll, Trauer ist nicht das richtige Wort, sondern das in Kunst zu verwandeln, also sich damit zu beschäftigen und sensibel damit umzugehen, eine der Möglichkeiten, also das ist eine Sache, die ich gerne anschieben würde. Ich habe so ein paar Leute, die sich schon dafür interessieren, also zum Beispiel aus dem Bereich der ganzen Filmhochschulen, die es gibt, auch da, wenn jemand bereit wäre, da mitzumachen, ich weiß, dass wir in Weißrussland und auch bei anderen Stellen, nehmen wir es einfach so, nicht als politische Stellungnahme, sondern als künstlerisch-menschliche Aufarbeitung. Das wäre auch ein Signal. Es ist ein Signal, was jenseits von politischer Agitation oder von Vorteilsnahme oder von Interessen, es ist wirklich, wir interessieren uns für diese, für die menschlichen Schicksale. Und unser Ziel ist, dass wir in Frieden zusammenleben können. Das wäre eine Möglichkeit. Also Historiker, was du jetzt gerade beschrieben hast, meine Idee einer, sozusagen eines Kunstwettbewerbs, wo dann die Sachen, die heute brauchen wir auch keinen ARD und ZDF, die das nicht senden werden, davon gehe ich nicht aus, aber man kann das im Internet, kann man das zeigen. Und das wäre auch Leute, die bereit sind dafür zum Beispiel, wenn es jemand gibt, der das im relevanten Sinne mit unterstützen könnte, wäre es interessant. Also das wäre jetzt die Aufforderung von uns, dass wir uns doch damit anders beschäftigen, als nur, dass wir hier sitzen, dass wir hinfahren, dass wir sagen, wir machen nicht mit, wir sind nicht dabei, wenn es irgendwie, wenn wieder zu den Waffen gerufen wird, Menschen, weigert euch, Feinde zu sein, wir machen es nicht. Aber das Schlusswort überlasse ich dann dir. Dankeschön. Es wird eine Zeit nach dem Ukraine-Konflikt geben, die Zeit nach dem Krieg. Und es ist sehr wichtig, dass Menschen, so wie die letzte Duschbahnfahrt nach Weißrussland, aufstehen, egal in welcher Form, ob sie sich organisieren, mitkommen möchten mit uns oder alleine, aber es tun. Weil, wie wir schon festgestellt haben, zweimal war Deutschland schon heftigst da unten in Konfliktkriege verwickelt. Was passiert nach einem dritten Mal? Ich glaube nicht, dass nach einem dritten Mal das russische Herz uns weiterhin so umarmen wird. Wenn die das nicht tun, werden sie uns auslöschen. Und das ist heute ganz einfach mit einem Knopf auf eine Atomrakete starten. Dann ist das Ziel vorbei. Ne? Daher jeder, der sagt, ich will das nicht, ich will Frieden, aufstehen, mitkommen. In welcher Form? Schließt uns an, kommt einfach mit. Werdet Menschen. Werdet einfach wirklich Menschen. Und lernt da drüben Menschen kennen. Wirklich, es ist zeigt, dass ihr Menschen seid. Ja? Ja. Also das ist, es ist keine, nicht aus Furcht, sondern um zu zeigen, das, was dort gemacht wird, das sind wir nicht. Wir sind etwas anderes. Und wir sind zukünftig. Also ich fand das sehr gut, als du das eben beschrieben hast, dass es um was anderes geht, dass da drin eine Chance auf etwas anderes gibt, was durch diese ganze Gewalttätigkeit im Moment verschüttet wird. Ja. Im Moment sehen die ja, ich sag mal, zu wenig von uns Menschen hier aus dem Westen, Westeuropa. Und je mehr Menschen rüberkommen, desto schwieriger der Druck auf den Knopf für den Atomkrieg. Mhm. Es sei denn, der Westen löst den vorher aus. Also das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Was hält die denn davon ab, uns wegzulöschen von der Karte, wenn sie uns nicht kennen? Ja, also ich finde das immens wichtig, immens wichtig. Bitte kommt mit.